Und da sind wir auch schon wieder bei Day A Billions. Guten Tag, liebe Leute, Mädchen, Jungs und andere Geschlechter. Wir machen direkt weiter und schauen mal, was es hier noch so zu tun gibt. Ach so, genau. Defense aufbauen, das war immer noch das A und O in dieser Runde. Fuck. Das ist halt... Das zu erschließen, das ist halt eine riesige Mauer, die ich hier lang ziehen muss. Gut, der Vorteil ist, an einer großen Mauer kann ich natürlich... Ah, hier ist eine Zombie-Stadt. Das ist gut. Das ist gut. Mal noch ein paar Lucifer. Ja, why not? So, die Türme lasse ich, glaube ich, erstmal Ballistatürme. Und dann würde ich sagen, mache ich mich mal an die Stadt da oben. Das mache ich aber am besten mit den Snipern auch. Und ich sammle in der Zeit, würde ich sagen, einfach mal Ressourcen. Baue jetzt hier zum Beispiel noch eine Ölplattform hin. Dann mehr Häuser upgraden. Und gleich noch... Was noch? Ich glaube, ich würde sagen, ich nehme wirklich mal diese Zombie-Stadt möglichst auseinander. Oh, das ist eine riesige Veteranenarmee von Snipern. Das ist schon ziemlich fett. Wenn ich gleich wieder Gold habe, ziehe ich hier die erste Mauer, würde ich sagen. Und ja, am besten irgendwie so ein Stück hoch und dann rüber. Was war das für ein komischer Sound gerade? Das war irgendwie ein bisschen gruselig. Können die hier lang? Sagen wir mal nein. Das ist keine Holzmauer, oder? Nee, ist nicht. Okay. So, hier lang. Und... Ja, das ist doof. Ich muss hier runter. Okay. So, perfekt. Dann will ich hier eigentlich direkt einen Executor reinbauen. Und die möglichst verteilen, wenn ich dann Gold bekomme. Ja, wunderbar, perfekt. Ach, der Lucifer ist das. It is I, Lucifer, sagt er. So, direkt die doppelte Mauer. Knallt den Zombie bitte weg, danke, damit ich hier bauen kann. Nicht genug Ressourcen. Okay, ihr könnt hier weiter schießen, könnt nochmal ein Stück vorrücken, damit ihr auch die Gebäude mal trefft. So, und dann können wir hier gleich uns richtig schön Ressourcen einsacken. Und dann hier weitermachen. Not enough resources. Was? Wieso kann ich da... Mir fehlen wieder Steine. Hallo Steine, please. Was brauche ich denn im Moment? Sehr viel. Eigentlich... Oh, mich juckt in der Nase. Ich brauche viel Iron. Too many walls? Ach, scheiße. Ja, das ist jetzt doof. Dann habe ich hier keine Dreifachmauer an der Ecke. Noch nicht mal eine doppelte Mauer an der Ecke. Das ist ja kacke. Kann ich das umgehen, wenn ich zuerst... Nee. Das ist ja doof. Na gut, dann mache ich da direkt so ein Ding hin. Okay, was ich jetzt viel brauche, ist auf jeden Fall Iron und Stone und Gold. Jetzt ist die Frage, wie sehr lohnt sich das jetzt hier noch meine Quarries abzugraden? Also zumindest die, die hier beides bringen, würde ich sagen, da lohnt es sich. Beim Gold vielleicht auch. Ja, doch, ich denke schon. Ja, ich weiß nicht, ob die auch durchgehend Öl verbrauchen. Tag 77. Eieiei. Okay, Leute, wir müssen hier weiter die Base von den Zombies platt machen. Da gibt es schön viel abzustauben. Wow, Holz. Scheiß random Drop-Zeug. Holz kann ich auf jeden Fall gerade mal alles verkaufen. Und jetzt kann ich hier einmal Drop looten. Knallt ihn ab. Holz, Holz, Gold. So, Mensch, mich juckt's immer noch in der Nase. Mal hier mal ein bisschen weiter gucken noch. Diese Zombie-Städte sind halt später echt gut, um noch ein bisschen Ressourcen zu bekommen. Am Anfang sind sie eher nicht so geil, weil man sie nicht kaputt bekommt. Ja, der steht eigentlich ein bisschen doof hier, wenn der... Hier ist der Turm. Was fehlt jetzt? Wieder Iron. So, bevor ich das jetzt baue, würde ich sagen, ich brauche auch... Für das Gold hier ein Upgrade. Hier ist nur Iron. Habe ich nicht noch irgendeine, die Iron und
Stone abbaut. Das ist auch nur Iron. Das ist nur Stone. Ne, leider nein. Leider nein, leider gar nicht. So, mal gucken, was ich hier noch machen kann. Hier kann ich auch nichts mehr an Defense verbessern. Aber hier kann ich so einen Eingang machen. Das ist noch cool. Ich muss sogar noch ein Gate hinstellen. Oh, why not? Stacheldraht geht hier noch hin. Dann bräuchte ich hier auf jeden Fall nochmal so einen Tower, der die Reichweite erhöht. Vielleicht nicht gerade da drin. Ah, hier ist perfekt, okay. Schon wieder von Osten. Also das ist schon echt krass, wie oft wir von Osten angegriffen werden. Es ist halt wieder von hier. Mal gerade gucken. Kann ich hier noch... Jo, hier kann ich... Och nö, müsst ihr... Knall dir mal ab. Was ist denn mit dir los? Hallo Leute. Geht da mal hin, knallt mal den Wichser da ab. Warum schießt denn der Turm da nicht? Okay. Ich brauche ein bisschen Iron, damit ich die Tower hier noch upgraden kann. Ich glaube, ich kaufe mal gerade ein bisschen... Ja, oder ich mache gar nichts. Ich kaufe ein bisschen ein. So, ich brauchte nämlich nur das bisschen Iron. Machen wir... Ich würde sagen, hier unten noch so ein Tower hin. Den hier oder den? Naja, das bietet sich nicht so gut an. Machen wir den. Und stellen dafür da unten mehr Thanatos hin. Stellen einen nach hier. Ach ja, die Schacheldrähte. Ganz vergessen. Och nö, schon wieder kein Iron. Ich will jetzt kein Gold mehr ausgeben. Gut, dann machen wir Holz. Holzspikes. Die können wir auch hier durchspammen ohne Ende. Die bringen auch ein bisschen was. Toll, kein Holz mehr. gut. Ein Thanatos nach hier, ein Thanatos nach da. Die Soldier nach vorne. Sniper sind nicht unterwegs. Unpraktisch. Ihr müsstet eigentlich noch hier hin. Genauso wie ihr nach hier müsst. Wo sind Thanatos und die Lucifer? Die sind hier. Hab ich auch wieder viel zu spät losgeschickt. Wahrscheinlich machen die... Oh oh. Nein, die kommen jetzt... Scheiße. Fuck, die kommen von da ganz unten. Scheiße. Das ist ja noch schlimmer. Okay, diese blöde Truppen hin und her Schieberei, das nervt halt echt abnormal. So, du dahin, du dahin, du dahin, du dahin, ihr nach vorne. Das Gute ist, ach du Scheiße, die clustern sich halt hier wie Sau. Das ist halt echt gut. Aber was nicht gut ist, dass meine Truppen nicht da sind. Und wahrscheinlich jetzt auch den, wo laufen die denn lang? Okay, sie laufen hier lang. Okay, gut, 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 gut. Schön hier hin. Sniper. Hier hin. Schön Thanatos da reinholzen. Feuer. Alter, sind das viele. Und die kommen verdammt schnell nach vorne. Ich brauche die Lucifer an der Front. Thanatos hier hin, Thanatos dahin, Lucifer vor. Die können nämlich relativ gut tanken auch. Los, reinfeuern. Feuert rein. Wupp, wupp, wupp. Das sieht gut aus. Ein paar Soldier sterben leider. Soldier, zieht euch mal zurück. Ihr müsst nicht unnötig sterben. Okay. Oh, ein Lucifer ist wohl gestorben. Okay, gut. Ach, hier ist noch was übrig. Okay, die haben sich dazu entschlossen, da unten hinzugehen. Auch nicht schlecht. Okay, alles klar. Es war nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. So, jetzt muss ich einmal die Sniper wieder vorschicken, weil die hier zu sehr rumballern. Was ist denn jetzt wieder los? Oh, hier steht noch... Doch, da steht doch schon ein Turm. Kann auch schon den nächsten... Ne, kann ich nicht, weil Zombies da sind. Könnt ihr die mal bitte... Och, Mensch. Das... Ist gerade wieder ein bisschen annoying alles. Ja, natürlich. Jetzt, wenn ich hier hinkomme, dann kommt keiner mehr. Leute, Leute, meine Verteidigung ist einfach zu schlecht.
So. Ja, ist ja gut. Ich brauche. Will ich noch auf die Titans gehen? Das ist gerade echt so meine große Frage. Titans sind verdammt gut, aber 6000 Gold ist halt echt heftig. Ich brauche definitiv noch eine größere Farm. Am besten eine, die sehr viel schöpft. Die hier nämlich. Du knallst bitte diese Pisser hier ab. Damit ich hier einen Executor hinstellen kann. Wenn ich dann genug Ressourcen habe, habe ich. Perfekt. So, einmal hier hin. Dann ist das hier vorne auch relativ gut verteidigt sogar. Wer rattert denn hier? Ach, der da unten. Okay, also die sind schon geil, die Tower. Aber es ist halt echt teuer. Kostspieliger Spaß. So, was kann ich mit meinen Snipern hier noch machen? Da hinten sind echt noch so viele Gegner. Hier könnte gut und gerne noch eine Stadt sein. Da schicke ich meine Sniper nochmal zum Ausräuchern hin. Ja, ich muss... Jetzt 6 Thanatos. Da muss noch mehr eigentlich. Ich weiß es nicht. Titans oder mehr Thanatos? Es ist halt so... Fuck, oder mehr Executor? Oh, Leute, ich glaube, das Game werden wir nicht überleben. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Vor allem auch die ganze Zeit diese Iron-Knappheit. Ich brauche auch wieder Strom. Noch 13 Windmühlen. Gut, kann ich mal eben 3 upgraden. Ich muss irgendwo, wo ich noch Metall schöpfe, muss ich noch ein Upgrade machen. Keine Energie. Ich brauche Iron, um die Iron-Plattform zu upgraden. Das ist auch irgendwo räudig. Ich bekomme auch nur noch 900 Gold. Warum so viel weniger jetzt? Los, fördert mir Iron. Ich brauche Iron. Wunderbar. Jetzt bekomme ich hoffentlich noch mehr Iron. Oder ausreichend mehr Iron. Eieiei. Ich glaube, ich verteidige eine Linie gerade einfach zu krass. Und vernachlässige andere zu sehr. 6000 Gold. Ich muss halt sparen, ne? Dann kann ich es mir leisten. Öl kann man super verkaufen. Das braucht man nämlich kaum. Hauptsächlich für Produktion, für anhaltende Kosten. Also hier diese Einheiten, die halt Öl verbrauchen, die brauchen, dafür brauchen hauptsächlich das Öl, aber sonst. Aber hier könnt ihr unten auf jeden Fall nochmal Randale machen und gucken, was hier noch so rumläuft. Vielleicht gibt es hier ja zufällig noch eine Stadt. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Loot. Schon mal nicht schlecht ist. Hier sind halt noch so viele Ressourcen, die ich gerne abbauen würde. Oder das hier oben auch, ne? Es ist halt echt... es ist so verlockend. Ich meine, ich könnte auch einfach da außerhalb was hinbauen. Aber dafür brauche ich halt auch meine Sniper, weil nur die können vernünftig diese Positionen verteidigen. Oh, Banshee. Okay, perfekt. Ja, ich spare jetzt auf jeden Fall erstmal gerade auf den Titan und dann sehen wir mal weiter. Und ich krieg schon wieder weniger Geld. Ich glaube, ich müsste noch mehr Häuser bauen. Aber wohin? Pff. Einfach gar keinen Platz. Wenn ich jetzt wieder upgrade, habe ich wieder kein Gold. Es kostet 180 Gold pro Haus-Upgrade. Das ist halt schon echt übertrieben. Aber jetzt gleich habe ich das Gold zusammen, um den Titan zu erforschen. Vielleicht sollte ich auch den Radar-Tower noch machen. Aber als erstes auf jeden Fall den Titan. Und dann muss ich gucken, dass ich mehr Gold ranbekomme. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, Titan, her damit. Guck mal, ob hier noch... Ah. Knallt sie ab. Nicht sterben. Oh. Ich hasse das. Da will man seine Einheiten vorschicken, dann kommt so eine dumme Harpie. Die ich dann immer Banshees nenne. Da ist sie wieder. Blödes Slut. Aber dafür habe ich eigentlich die Stopptaste. Sollte sie vielleicht auch mal nutzen. So, einen Schluck. Das hier unten ist halt auch so eine kleine Quelle, aber so krass ist es nicht. Ja, hier wird erforscht. Ja, ich mach mal noch
Ach ja, da war ja was. Kein Gold. Immer dieses Gold. Kann hier nicht nur eine Zombie-Stadt sein? Da ist ein Fettsack. Knallt ihn ab. Das sind zwei Fettsäcke sogar. Plupp, direkt tot. Okay. Das Erforschen des Titans ist fertig. Oh, das kostet 2000 Gold pro Titan. Das habe ich auch vergessen. Gut, dann verkaufen wir nochmal ein bisschen manuell. Das Metall besser eher nicht. Davon brauche ich noch. Aber Steine und Holz. So, ersten Titan in Auftrag gegeben. Die scheint mir aber keine Zombie-Stadt zu sein. Nee. Nicht so wirklich. Ich glaube, ich sollte vielleicht wirklich hier oben hingehen, da einen Turm hinstellen, ein paar Gebäude aufbauen und noch Ressourcen scheffeln, aber eigentlich habe ich da auch nicht großartig was von. Wer weiß, was hier unten noch ist. Das ist auch so kacke verteidigt. Ich brauche definitiv noch mehr Executor oder Executioner, wie auch immer die noch heißen. Die beiden sind schon am Start. Dann brauche ich auch noch definitiv den... Ach scheiße, jetzt bin ich ja am Limit. Hier kann ich ja gar keinen Stacheldraht hinbauen. Dann baue ich zumindest da, wo geht. Noch Stacheldraht. Du brauchst wieder Gold. So, jetzt zeige ich euch gerade mal den Titan. Das ist nämlich der hier. Da. So ein Kerl. Es ist quasi die bessere Version von einem Soldier. Hat so ungefähr die Reichweite wie ein Sniper, glaube ich. Hat sogar eine höhere Reichweite als ein Sniper. Macht... Wie viel Schaden? Macht 20 Schaden und hat einen Attack Speed von 5. Und ein Soldier ist, glaube ich, ähnlich. Ein Soldier macht 24 Schaden, hat einen Attack Speed von 2,5. Aber es ist natürlich auch ein Veteranen-Soldier. Das muss man dabei sehen. So, ich brauche definitiv mehr Executor. Den ganz zu bauen kostet so viel. Ne? Das Upgraden ist einfach so viel günstiger. Will ich hier einen haben? Oder will ich da einen haben? Wenn, dann glaube ich eher hier den. Das sind dann auch wieder laufende Kosten, der Mist, ey. Den kann man auch noch upgraden. Was mache ich jetzt noch mit meiner Verteidigung? Krieg wieder so wenig Gold, ey. Mann, Mann, Mann. Ich habe Schiss. Ich habe echt Schiss, dass das nichts gibt am Ende. Hier muss auch noch einer hin. Definitiv. Und dann muss hier noch die Mauer nochmal nachgezogen werden. Machen wir das nochmal so, würde ich sagen. Irgendwie... Vielleicht so labyrinthmäßig so ein bisschen. Ja. Ich mach sie direkt doppelt. Denn bekanntlich hält doppelt ja besser. Jetzt habe ich auch wieder kein Gold. Too many walls in the same area, not allowed. Lustig, danke dafür. Gut, ich glaube, ich kann noch mal ein bisschen Öl verkaufen. Dann kriege ich noch mal ein bisschen Geld dran. Für noch ein Executor. Executor heißt ja nicht Executioner. Komme ich denn auf Executioner? Wenn ich den hier hinstelle, kriege ich eventuell sogar noch einen dritten hin, wenn es von der Zeit her reicht. Jetzt habe ich auch vergessen, das Eisen aufzuheben. Ich bin noch ein Depp, ey. Ich gehe jetzt noch nach hier oben und guck, was da so abgeht. Also erfahrungsgemäß war es immer so bei der, so um den Tag 90 rum, wo es dann richtig abging. Und das war bisher immer sehr heftig. Wirklich heftig. Also, ich glaube, ich habe aus gutem Grund Angst vor den nächsten Wellen.
Oh, war ja. Beziehungsweise vor der letzten Welle dann, so gesehen. Ich guck schon mal, dass ich die alle so halbwegs in Position bekomme. Aber jetzt läuft der hier außen rum, ne? Ja gut, aber eigentlich sollte er safe sein. Ich weiß, ich kann es auch nicht einschätzen, wie krass eigentlich diese Lucifer sind mit ihrem Feuer. Ob die da wirklich so gut sind, dass das in Brand stecken so krass ist, ich kann es echt nicht sagen. Weil gerade eben, wo sie da standen, da sah das eigentlich schon nicht schlecht aus, was sie da gemacht haben. Was haben die denn? 300 Rüstung? Ne, 3 Rüstung und 400 Leben. Thanatos hat 250 und 4 Rüstung. Und so ein Titan hat 5 Rüstung und 600 Leben. Gut, der hält halt noch mit am meisten aus sogar. Mein Gold wird immer weniger. Meine durchgehenden Kosten werden immer höher. Und ich habe keinen Strom. Ich baue nochmal so einen Reaktor. Irgendwo. Da. So, und ihr geht nochmal ein bisschen das Gebiet erforschen, würde ich sagen. Gucken, was da oben noch so gibt. Noch so eine Stadt. Wäre wunderschön. Wäre wunderschön, aber werde ich wohl nicht kriegen. Ich hätte auch echt gern überall Stacheldraht vor den Mauern. Ich kann echt nicht so, auch nicht so richtig einschätzen, wie effektiv der ist. Ich weiß nur, dass diese Holz-Spikes mir immer doch immer sehr geholfen haben. Anfangs zumindest. Später hatte ich das Gefühl, die wurden einfach nur zerstört. Und haben die Zombies nur halt auf die Art und Weise aufgehalten, dass sie davor stehen geblieben sind, um die Dinger kaputt zu machen. Aber sonst eigentlich gar nicht. Und scheiß Venom, mach den weg. Perfekt, gut gemacht. Irgendwie habe ich mittlerweile auch das Gefühl, dass diese spezifischen Zombies aus den Himmelsrichtungen oder abhängig von der Himmelsrichtung sind. Weil ich habe sehr häufig Venoms im Norden gesehen und Banshees im Süden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie stimmt, was ich hier sage. Aber es wirkte teilweise für mich so, als wäre das so, wie ich gesagt habe. Boah, Alter, das Ding gibt mir plus 220 Gold, ne? Wenn ich hier noch so ein Teil hinstellen würde, würde mir das schon ordentlich helfen, glaube ich. Ich versuch's noch. Wenn ich hier halt die Sniper stehen lasse und das Ding so lange... Das ist ja egal. Die kriegen das ja verteidigt, aber wenn ich da irgendwie noch voll viel Gold rauszwacken kann... Das da unten eigentlich auch. Ist auch wieder so eine Sache. Wäre auch schön, wenn man Gold kriegen würde für das Killen von Zombies. Aber... ist anscheinend nicht der Fall. Öl ist auch wieder voll. Kann ich auch wieder was verkaufen. Im Moment mangelt es halt echt wirklich krass an Gold. Ich hänge sehr hinterher. Ich kann die starken Truppen nicht bauen. Einfach weil ich das Gold nicht habe und auch nicht zusammenbekomme. Weil ich auch die ganze Zeit die Türme upgrade. Bin mir nicht sicher, ob es worth ist, die Türme so abzugraden die ganze Zeit. Oder ob ich da vielleicht lieber die Titans bauen sollte. Stattdessen... Auf jeden Fall werde ich jetzt hier so einen Advanced Query hinstellen. Die Sniper kommen hier hin. Die verteidigen das Gebäude. Und ihr scheffelt hier... Boah, 1200 Gold, ey. Leck mich am Arsch. Aber dann können die hier wenigstens noch Gold scheffeln. So, das wäre... 180 Gold hier. 220 auf der Seite. Also es wäre schön, wenn ich es da hinstellen könnte. Aber ich glaube, bis dahin kann ich nicht bauen, oder? Nee. Okay, ich sollte es schon da hinstellen. Vielleicht wirklich da unten auch noch eins hin? Ich meine, das gibt auch noch mal sehr viel Gold. Doch, ich mach's nicht. Zieh ein paar von den Snipern noch da unten und stell da unten auch noch das hin. Und hol mir da auch noch Gold raus. Ich denke schon, dass das worth ist. Sobald das Ding steht... Hier kann ich noch Stacheldraht vorziehen. Oh, jetzt habe ich nicht mehr genug Gold. Was? Wie viel kosten die? 100 Gold? Oh, fuck. Das war jetzt doof.
Hätte zuerst das machen müssen. Aber gut, ich kann noch ein bisschen Öl verkaufen. Ja, perfekt. Okay. Oh, 220 Gold Bonus. Ich denke, das macht einiges aus. Ich habe jetzt gerade mal 500. Diese Lahmärsche. Es wär toll, wenn die Sniper auch irgendwie schneller werden könnten. Statt hier so in der Gegend rumzuschleichen. So, also Energie ist auf jeden Fall noch am Start. Hier ist ganz gut verteidigt. Da ist okay. Hier müsste noch was hin. Dafür mangelt es wieder an Gold. Hier müsste eigentlich auch noch was. Und hier muss auch noch... Ja, ich glaube, hier unten ist... Das ist noch mit wichtiger hier unten. Das ist echt so ein Knotenpunkt. Der ist... einfach nur höllisch. Höllisch schwer zu verteidigen. So, jetzt baue ich mich noch da unten bis zu der Mine vor. Verteidige das. Und hole mir da noch ordentlich was an Bonusgold ab. Jetzt bin ich schon bei 700 Gold. Also es macht schon einiges aus. Habe ich zufällig noch irgendwo eine Goldmine am Laufen, die nicht upgraded ist? Oh, speichern. Scheint nicht so. Aber vielleicht sollte ich die Metallmine hier noch upgraden. Lohnt es sich? Oh, ich bin mir bei allem gerade sowas von unsicher, ey. Also was jetzt hier Ressourcenausgabe angeht. Ich habe so Schiss, dann einfach einen Fehler zu machen, der mich so weit irgendwie zurückwirft, dass ich keine Chance mehr habe zu gewinnen oder so. Ich würde echt, es wäre super, wenn ich das schaffen würde zu gewinnen. Natürlich auch in dem YouTube-Spiel jetzt hier. So mit euch zusammen, ne? Ist schon toll. Also ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Ich hoffe, das reicht. Moment mal, 120 Gold? Ah, das ist kleine, oder? Nee, 120? Hm. Na gut, egal, besser als nichts. Da ist auch noch Gold. Hier ist ein bisschen Gold. Wie viel fördert das? 23. Okay, das lohnt das Upgrade nicht. Der knallt halt richtig hart rein hier. Kann ich da nicht an die andere Seite auch noch eins pflanzen? Nee. Wahrscheinlich wegen dem. Oder? Aber der ist auch schon hier dran. Nee, das geht nicht. Okay. Ich würde ganz gerne überall noch ein bisschen Stacheldraht hinböllern. Hier wäre noch eigentlich mir lieb, wenn davor auch noch was stehen würde, um ehrlich zu sein. Aber da geht nicht mehr viel. Könnte den hier stellen, aber über keinen Platz. Okay, ich muss auf jeden Fall muss ich weiter upgraden noch. Hier wollte ich eigentlich auch noch einen zusätzlichen Executor hinstellen. Nämlich hier zwischen, wenn es geht. Wie sieht es hier aus? Die scheffeln ganz gut. Also auch von der Reichweite her. Mal ein bisschen Steine verkaufen, ein bisschen Holz verkaufen. Okay, ich kann noch einen Executor bauen. Wunderbar, der passt noch genau dazwischen. So. Weia, weia, weia. Das kann noch geupgradet werden hier. Oh, alles in Steinwände upgraden. Der Turm, der darf meinetwegen auch... Kein Gold. Kostet mich auch mal eben 330 Gold, den Turm abzugraden. Okay. Wir machen hier Schluss. Das ging jetzt schon relativ lang. Es könnte übrigens sehr gut sein, dass die nächste Welle die letzte Welle ist. Ja, es wird sich zeigen. Wir müssen gucken, dass wir bis dahin noch viele Truppen hinbekommen. Viel Verteidigung und das sollte dann hoffentlich standhalten. Also, in dem Sinne. Bis denn. Tschüss.